Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Need for Speed Payback. Wir sind hier in unserem wunderschönen Subaru-Lexus BRZ. Ich finde die Front einfach so geil auf der Kiste drauf. Naja, wir werden hier weiterfahren zum nächsten Drift-Event. Das sehen wir ja hier hinten schon. Höhen und Tiefen, 1,7 Kilometer ist es entfernt. Dort werden wir uns gleich mal hinbegeben. Gleich mal mit Nitro hier noch vorheizen, hier über die geile Brücke drüber, ich finde die richtig nice. Da mal einen Stern, wird natürlich mehr gehen, wenn wir das passende Auto dafür hätten. Macht schon auch nie runterdriften. Dann haben wir noch mal ein Event. Dann schauen wir mal, wie er sich so anstellt. Ob wir da eine Chance haben. Erreiche eine Geschwindigkeit von 210 km/h. Gut, mach mal, dürfen wir hinkriegen. Gehen wir's an! Gut, gut! Das ist Perfektion! Mal sehen, wie hoch ich noch komme. Das nenne ich Präzisionsdrifting. Ich muss wieder in den Flow kommen. Mit einer Berührung zerschießt halt der Multiplikator, sehe ich gerade. Wie viele Follower mir das hier wohl bringt? Ja, dafür muss es erstmal jemanden filmen. Wir fehlen halt wirklich extrem viel auf Ray. Bin ich echt so gut? Oder er hat einfach ein extrem krasses Auto, ich weiß nicht. Ich muss mir das Video dann ansehen, wo das Ganze hier gefahren ist, aber Halleluja. Speedkarte nehmen wir natürlich wieder die mittlere, Getriebe Stufe 3. Ja, da haben wir aktuell schon Stufe 4, das heißt, das schicken wir zurück in die Garage. So, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Ich habe recherchiert. Deine Story ist stimmig. Besteh diesen Test, dann reden wir. All your bases are belong to me. Bitte. Nicht. Dann mal los. Das ist aber jetzt wirklich nicht gerade eine einfache Strecke. Puh.
fertig, Mann! Immer weiter so, Mac. Oh, Mann. Ich hab doch die Wand gar nicht berührt. Da geht noch was. Ja, gut so. Sehr schön. Ach, komm schon. Fast hätte ich Ray geschlagen. Sehr gut. Da fehlen nur 18.000 Punkte. Ne, 14.000 sogar nur. Also jetzt bin ich auf jeden Fall näher dran gewesen. Zeit haben wir auch erreicht. Gut, viel Kohle hat es nicht für gegeben. Ziehen wir mal eine äußere hier. Blockstufe 4. Ich glaube, da haben wir aktuell Stufe. Ja, auch Stufe 4 drin. Da schicken wir mal in die Garage. Quest-Reihen Fortschritt. Haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt die letzte Quest hier in der Drift-Quest-Reihe. Deine Files geknackt, aber außer einer Jugendstrafe und einem kurzen Knastaufenthalt nichts gefunden. Du erhältst Freigabe zu Shiftlock. Du hast mich gehackt? Ich musste sicher gehen, dass du kein Spitzel bist. Ein Spitzel? Mann, du musst dringend mal... Der Typ ist echt nicht ganz dicht in der Batterie, aber gut, wir werden jetzt wahrscheinlich gegen... Ja gut, den Mustang hier nicht, weil das ist natürlich... Big Sister. Jetzt müssen wir erstmal in die Stadt zurück. Nächstes Mal... Führen wir Krieg. Hey, diese Files. War darunter auch mein Browserverlauf? Hat da jemand was Unanständiges in seinem Browser gemacht? Du kannst hier so leicht, so schnell abbiegen mit den Drifter. Also du kommst natürlich von der Straße ab, so wie jetzt gerade, waren sie eher blöd, aber ansonsten geht's eigentlich relativ gut mit denen. Bin gespannt, was du jetzt hier vorweisen willst. Empfohlen sind 180, wir haben 156. Sind wir nicht ganz so auf einer Wellenlänge, würde ich mal behaupten. Willkommen zur Operation Golden Apple, Soldat. Heute versetzen wir dem Haus einen empfindlichen Schlag. Das Haus stellt neues Überwachungsequipment in der Stadt auf. Deine Mission? Zerstör es, bevor es online geht. Das erfordert Schnelligkeit und extreme Präzision. Sekunde, du willst, dass ich drifte und Sachen zerstöre? Das ist mein Auftrag? Klingt doch geil. Vergiss nicht. Schlag hart zu und zieh dich dann schnell zurück. Viel Glück, Soldat. Ich bin in absoluter Topform. Das ist nur der Anfang. Das ist kein guter Anfang, Soldat. Du musst mehr zeigen. Das war doch klar. Wow, tolle Technik. Du bist eine Legende, Doc. Kannst du das nochmal vor Ty und Jazz sagen?
Dein Drifting-Level liegt über 9000. Mein was? Ganz genau. Mac ist krass. Wohl kein Problem, gegen das System zu arbeiten. Warum machst du das? Ich drifte und flieh vor den Korps, seit ich alt genug war, um an die Kupplung zu kommen. Für mich ist das Entspannung. Okay, jetzt mach ich ernst. Er fordert aber gerade auch richtig Konzentration, wenn ich ehrlich bin. Und da haben wir jetzt mal ordentlich Punkte geholt und da sind die Cops jetzt hinter uns. Oh shit, die Cops sind hier. Na, so eine Überraschung. Hier ist 35, ich habe das Kartfahrzeug gesichtet, er bittet Verstärkung. Okay, Adam 35, Verstärkung unterwegs. Lauf aus der Stadt weg, lass dich nicht erwischen. Und wo soll ich hin? Fahr Richtung Highway, wir überlegen uns was. Sie dich vor, Soldier! Leben kriegen Sie mich nicht. Adam 1-6, wie lautet Ihre aktuelle Position? In südlicher Richtung auf dem Dawson Drive. So. Bestätige Adam 1-6. Aus hier. Fahrzeug fährt nach Westen. Nähert sich dem Arm Tower Construction Yard. Okay, Mac, denk nach. Vollidiot. Jeff, Kopf fertig machen und cool bleiben, bis sie einen Ausweg hat. Hey! Ich hab einen Plan. Verstanden. Ja, 13, unser Motor ist hin. Müssen die Verfolgung aufgeben. Alles klar, verstanden. Versuchen den Pit. Oder dass ich genau mitten durch die Stadt fahren muss. Mich doch einfach in Ruhe. Denkst mir auch gerade. Hier, Adam 13, haben zwei Zivilpersonen verloren. Fordere Wand. Gut gemacht, Soldier. Danke. Zentrale Zivilperson ist außer Sichtweite. Alle Einheiten wurden abgeschüttet. An alle Einheiten. Wir haben die Zivilperson auf den Augen verloren. Ich war zuletzt unterwegs in nördlicher Richtung durch Silver Rock. Gut. War ich jetzt schneller wie Ray oder nicht? Mich nicht. 1,57. Nee, war ich nicht. Schade. Sehen wir deprimierend. Aber gut. Werde ich auch überstehen. Nehmen wir mal die hier. Hoffentlich habe ich jetzt eine Verbesserung. Bremsen. Also Getriebestufe 6. Das ist doch eine Verbesserung hier. Bringt mich zwar bei Nitro-Kapazität runter, aber generell das Auto um 5 Punkte nach oben, also werden wir es natürlich hernehmen. Quest 3 abgeschlossen. Shift-Lock-Liga bestanden. Neuer Wagen bei Händler freigeschaltet. Der A45 AMG von Mercedes. Dann haben wir noch dabei den Audi S5. Gut, den haben wir jetzt schon. In der Garage. Dann den BMW M235i oder der M2. Nee, M2 ist es. So, Entschuldigung. Und ein alter M3, auch relativ nice, der E46. Das war wahrscheinlich ein Frack-Hinweis. Einen schweren Schlag versetzt, Mac. Gut gekämpft. Ja, das war ziemlich cool. Du hast die Shift-Lock heute bewiesen. Dein Kampf ist unser Kampf. Wenn die Zeit kommt, unterstützen wir dich. Klingt gut. Bleib wach, Mac. Ja, du auch? So, nicht schwierig, hier oben ist irgendwo. Erinnerst du dich? Ich gehöre zur League. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt gleich kommt. M4 GTS wäre natürlich auch was Geiles. Und du schuldest mir eine Revanche. Warum nicht? Ich mach dich gerne nochmal fertig, Lady. Ich schick dir die Position. Dann werde ich meinem Ruf mal gerecht. Wir haben als nächstes wieder eine Heist. Welche denn?
Offroad Revanche. Nassim von der League 73 möchte an einem Ort eine Revanche-Rennen gegen dich fahren. Irgendetwas stimmt da nicht. Gut. Werden wir das nächste Mal machen? Da müsste irgendwo das Käferwrack stehen. Da oben haben wir es. So, da bergen wir mal den Käfer. Das kenne ich doch. Es stammt von einem 60s Beetle. Könnte es zurück in der deutschen Variante Käfer sagen. Aber gut, das Ding wird auf jeden Fall zu Offroad umgebaut, das sage ich jetzt schon. Das Ding wird Offroad-mäßig richtig geil werden. Ich bin jetzt auch an dieser Stelle raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung super. Das nächste Mal, wie gesagt, geht's hinter zu dem Heister. Und ja, ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.